Renommierte Schauspieler wie Götz George, Hannelore Elsner oder Moritz Bleibtreu haben ihn bereits. Deutschlands meistbegehrten Filmpreis. Mit 2,8 Millionen Euro ist die Lola der höchstdotierte Kulturpreis in Deutschland. Deshalb zeigen wir Ihnen, wer nach der diesjährigen Preisverleihung garantiert eine gute Partie ist. Ganz besonders drücke ich mir selbst hin. Viertes Drehbuch fertig. Und das hat so viel. Sollen die machen? Ich bin wahnsinnig froh, dass sich das alles so entwickelt, wie sich es entwickelt. Und nach 8 Jahren harter Arbeit für das Leben der anderen halten sie jeweils in jeder Hand den begehrtesten Filmpreis von ganz Deutschland. Emotionen? Emotionen sind tatsächlich sehr groß. Sie haben ja eine sehr untypische Biografie für einen Regisseur. Mhm. Sie haben Politik, Philosophie und Volkswirtschaftslehre in Oxford studiert und Russisch in Leningrad gelernt. Wie kommt man von so einer Ausbildung zum Regisseur? Ja, das ist, also François Truffaut hat einmal gesagt, wer nur etwas von Film versteht, versteht auch davon nichts. Ja, das ist Regie führen und nichts anderes. Ein ganz klein bisschen Handwerk. Большое спасибо за интервью. Я желаю тебе большого кайфа на этой вечеринке. Und das heißt so viel. Это же прекрасно. Ты где жила? Расскажи мне еще раз. Dreamgirls ist ihr zweiter Film, in dem die Musik eine zentrale Rolle spielt. Was war ihre erste Liebe, die Musik oder die Schauspielerei? I said, oh my, that's my dream. That's my dream. Oh mein Gott, ich sehe keine Gänsehaut. Es ist wunderschön. Jetzt zu etwas völlig anderem, Miami Vice. Sie spielen den coolen Cop Tubbs. Und es gab einige Gerüchte und Schlagzeilen um wilde Partys und jede Menge anderen Ärger am Set. Ach Quatsch. Da ist nichts Wahres dran? Sind Sie genauso verrückt wie Richie? Sogar noch verrückter. Völlig durchgedreht, im Ernst. Hatten Sie auch schon mal tierischen Besuch in Ihrem eigenen Garten? Bei mir im Garten treibt sich eine richtige Waschbär-Gang herum. Ganz knallharte Gangstertierchen sind das. Ob solche Vorschläge der Premierengäste Wolfgang Petersen weiterhelfen können, ich weiß nicht so recht. Aber es scheint, als seien seine katastrophalen Ideen unerschöpflich. Wolfgang Petersen und das Meer. Ja, der alte Mann und das Meer. Genau. Sie haben schon nach Das Boot, der Sturm erneut einen Film gemacht mit Poseidon, der zeigt den Kampf Mensch gegen Wasser. Wie kommen Sie auf diese Idee? Ja, und neben mir ist jetzt der Hauptdarsteller Kurt Russell. Welcome to Berlin. Willkommen in Berlin. Sie mussten ja ganz schön verrückte Dinge unter Wasser vollführen. Was war denn am härtesten? Well, there was Ja, willkommen zurück in Berlin und welcome, Josh Lucas. Waren Sie schon mal in Berlin oder sind Sie das erste Mal hier? In Berlin war ich noch nicht, aber in München vor ein paar Jahren mit Sweet Home Alabama. Und ich bin froh, während der Fußballweltmeisterschaft hier gewesen zu sein. Das waren die tollsten 4 Tage meines Lebens. Haben Sie sich in den 4 Tagen auch etwas angesehen? Ich habe mir ein Fahrrad gemietet und war damit unterwegs. Hier findet die Premiere von Der freie Wille statt. Ein Film, der schon bei der Berlinale für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Es geht um Vergewaltigung, ein gesellschaftliches Tabuthema. Vor allem, wenn wir hier der Täter in den Mittelpunkt drückt. Ein sehr wichtiges, aber auch schwieriges Thema in einem sehr mutigen und preisgekrönten Film. Wie versprochen, hier ist er, Jürgen Vogel. Irgendwann könnte dich hassen, man könnte dich bemitleiden, man könnte dich aber sogar auch lieben. Was wäre dir am liebsten? Darüber denke ich eigentlich nicht so viel nach, ehrlich gesagt. Und du hast jetzt noch 5 weitere Filme, die dieses Jahr rauskommen, das wären? 5, ja. Keine Ahnung, so viele? Herzlich willkommen in Venedig. Alle sind hier im Filmfieber, denn die Jagd nach dem Goldenen Löwen ist eröffnet. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals sind nur Weltpremieren im Wettbewerb. Deshalb sagt auch der Chef des Festivals ganz stolz, das sei ein besonders guter Jahrgang. Davon überzeugen wir uns doch gleich selbst. Dieser Film kommt von Herzen und ich denke, das habe ich gebraucht als eine Art Balsam für die Seele, nachdem ich so lange Jahre in der amerikanischen Filmindustrie gearbeitet habe. Und nach so vielen Science-Fiction-Filmen wollte ich auch mal wieder etwas Realistisches machen. Ich habe Sie gestern gesehen beim Eingang der Party zum Black Book und da seien Sie nicht nur zufrieden auch, sondern sehr verliebt. Ja, das hängt vielleicht damit zusammen. Okay, first of all, congratulations to your fantastic movie. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Film. Was war denn für dich die größte Herausforderung bei dieser Rolle? One of the major
Die größte Schwierigkeit war, eine Figur zu verkörpern, die kaum ein Wort spricht. Wie bist du vorgegangen? Hast du gewissermaßen Riechen durch Gefühle ersetzt? Ganz genau. Wenn aber plötzlich der Kinosaal nach Lavendel riecht oder nach schäbigem Fischmarkt oder den feinsten Pariser Parfums, dann muss wohl definitiv ein Meister der Filmkunst am Werk gewesen sein. Herr Eichinger, warum haben Sie denn Venedig einen Korb gegeben? Wir haben Venedig keinen Korb gegeben. Das ist eine unausrottbare Legende. Nach was riecht es denn heute Abend? Ich habe schon gesagt, es riecht ein bisschen nach Adrenalin. Dann testen wir kurz den Geruchssinn. Einen Duft aussuchen und erraten, was es ist. Könnte ich nicht sagen, riecht ein bisschen nach Vanille. Kirsche! Total daneben, Herr Eichinger. Ich liege oft total daneben. Mit diesem Film bestimmt nicht. Viel Erfolg. Alles Gute und viel Spaß. Und auch in diesem Jahr wurde die Lagunenstadt zur Metropole des filmischen Schaffens. 11 Tage lang konkurrierten 22 Werke um den Goldenen Löwen. Und das Staraufgebot ließ keine Wünsche offen. Wir suchen nach Unterhaltungs- und Marketingstrategien für Leute aus dem Showgeschäft. Bei uns bekommen die Stars Geschenke und damit machen sie kostenlos Werbung für die großen Marken. Big brands with celebrities and basically it promotes their lines. It's like Christmas. I love it. Wir bleiben bei den Stars und schalten jetzt zu meinem Kollegen Elmar Wiebel nach Hollywood. Hallo Elmar, ich grüße dich ganz herzlich aus dem Nikki Beach Club hier in Venedig. Ich mache ein kleines Päuschen. Was gibt's bei dir aus Hollywood zu erzählen? Tut sich nicht sehr viel, Tamara, denn Hollywood ist fast leer. Man könnte fast meinen, du würdest Millionen mit deinen Filmen einspielen, wenn man dich hier so sieht. Das ist die Wahrheit. Hollywood kann Sommer, Sonne, schöne Frauen, Yachten, das ist mein Leben. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, lad mich ein, ich komme gerne wieder auf dein Schiff. Ja, selbstverständlich. Ja, wenn Sie mit uns an der Küste von Cannes entlang schippern wollen, unter www.premiere.de/Kino legt die Charterjacht Laura Star jederzeit für Sie ab. Wir sehen uns auf alle Fälle nächste Woche wieder, wie immer mit dem Allerneuesten rund ums Thema Kino. Also bis dahin, machen Sie es gut.